So, jetzt kommt der zweite Teil vom Unboxing von der Meerwasserbestellung. Ersten Teil habt ihr vielleicht gesehen, wenn nicht, in der Videobeschreibung ist der erste Teil von Tobi. Los geht's! So, Basti, dann zeig mal, was du noch so alles in den Kisten hast. Ackergrundel, die hatten wir in meinem Video auch schon. Richtig, die sind ein bisschen aufgeteilt und über die Boxen. Das, wieder ein Lippfisch. Das ist ein Lippfisch, auch ein Klassiker. Meistens ein kleiner Streithahn. Mhm. Der Sechsstreifen-Lippfisch. Grüner Schwanz, okay. Lila, Gelb, Blau, alles mögliche an Farben dabei, also Rot. Wie groß wird der? Da kommen noch so 2 Zentimeter in etwa. 2 Zentimeter, also so 10, 12 Zentimeter rum? Ja, eher 8 bis 10. Eher 8 bis 10? Zentimeter. Cool, schönes Tier. Ja, doch, absolut. Ist ein hervorragender Parasitenfresser. Okay. Wenn man ungebetete Gäste im Aquarium hat, dann ist es eigentlich ziemlich ideal, da der so ziemlich alles an Pestpotenzial Parasiten vernichtet. Sowohl an Korallen wie an Fischen, oder? Eigentlich nur an Korallen. Nur an Korallen, okay. Genau. Im Meerwasser gibt es eine Menge Fische, die echt nicht nur hübsch sind, sondern auch wirklich nützliche Dinge tun. Genau. Weil eben sehr viel auch in einer Symbiose stattfindet im Meerwasser. Das hier ist mein absoluter Lieblingspläni. Den kenne ich sogar, den hast du im Großen, nämlich im Kirschheim. Richtig. Das ist ein Sternchenpläni. Richtig. Wird ganz dunkel und kriegt halt wirklich so ein Sternenmuster oder so ganz viele helle Flecken. Ja. Man sieht es leider sehr schlecht. Spiegelt ein bisschen. Ja. Mal gucken, wenn er im Becken sitzt, gucke ich mal, ob ich ihn besser filmen kann. Genau. Aber ja, der Mein Lieblingspläni, weil in der ersten Zeit, wo ich den in Kirchheim sitzen hatte, war es so, wenn ich vorbeigelaufen bin, hat er immer mit der Schwanzflosse, der ist ziemlich weit oben auf einem Stück Mangrobenwurzel gekockt und hat dann immer mit der Schwanzflosse mir rausgespritzt, er hat mich angespritzt, ja, aus dem Wasser raus, immer wenn ich vorbeigelaufen bin. Heißt, ich glaub, der Junge hatte Charakter, beziehungsweise er hat Charakter. Er sitzt ja noch. Er ist immer noch da und eigentlich bist du auch nicht traurig, wenn er nicht weggeht, ne? Nee. Also ich glaube, er mag dich zwar nicht so, aber... Ich hätte ihn schon mehrmals verkaufen können, aber habe ich nicht. Ja. Tiere, die mir ihre Meinung sagen, die fallen mir besonders gut. Genau. Und deswegen willst du mich nie verkaufen, verstehe ich. Nochmal Baggergrundeln. So, Baggergrundeln. Und das ist ein Pyjama-Kardinal, richtig? Richtig, genau. Aber ich bin richtig gut. Da haben wir eben einen Fisch mit Orange, mit Gelb mit drin. Man kennt die gleiche Körperform, den normalen Kardinalsbarsch, die sind schwarz-weiß. Haben wir auch noch, soweit ich weiß. Genau, der kommt auch noch und gefällt mir um Vielfaches besser, der Pyjama-Kardinal, wie der normale Kardinalsbarsch. Wird aber größer, ne? Nee. Fast gleich groß. Okay. Kann sein, ein Tick, aber... Baggergrundeln zweimal? Baggergrundeln, genau. Okay. Bei uns wird eben kräftig gebaggert, ab jetzt wieder. Also Ladies, wenn ihr euch für Baggergrundeln interessiert, wisst ihr, wohin müsst. Genau. Den hatten wir eben schon. Da haben wir einen gerade schon rausgelassen, weil der die Tüte leicht beschädigt war. Mhm. Auch ein Lippfisch? Auch ein Lippfisch, und zwar ein Kanarienlippfisch. Mhm. Ein sehr, sehr praktisches Tierchen, weil er einer der wenigen Aquarieninsassen ist, wo die Montipora-Schnecke wegfressen. Montipora-Schnecke ist ein Schädling, eine kleine weiße Schnecke, wo innerhalb von kürzester Zeit riesige Montipora-Bestände einfach vernichten kann. Und zur Prophylaxe habe ich den mit drin, weil wir haben doch ein bisschen mehr Montis da sitzen und da habe ich keine Lust drauf, dass die Schnecke hier durch einen Ableger mit reinkommt und uns hier Bestände wegfrisst. Man weiß ja nie, ne? Außerdem habe ich doch auch einige Kunden, wo schon Probleme mit Montiporas hatten und wegen dem sollte man den immer auf Vorrat haben, in Anführungszeichen auf Vorrat. Mhm. Ja. Also schwimmt auch in der Korallenanlage. Da unten schwimmt er, dann kann man ihn sehen. Ne? Also zur Sicherheit, natürlich werden die Fische hier auch gefüttert, klar.
Aber ja, ist also ein Helfer von Wirfes Tier, der schaut, dass hier die Korallen nicht nur optisch schön aussehen, sondern auch schön sind und natürlich nichts eventuell dran ist, was nicht dazu gehört. Ich habe die letzte Baggergrunde gerade noch reingeräumt. Okay. Gucken gerade mal, kann ich euch den Fisch auch nochmal unter normalem Licht zeigen, nicht schon ein bisschen Blaulicht. Also ein wunderschönes Gelb mit diesen schwarzen Punkten in der Rückenflosse und hellen Bauch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, aber wir haben ja noch eine weitere Kiste. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Nicht erschrecken, dass das so ein klein bisschen unordentlich aussieht. Eben war noch ein Kunde, der seine Bestellung abgeholt hat. Und da mussten wir etwas suchen in der Kiste. War aber nicht so viel, also ihr verpasst jetzt nicht großartig was. Und zwar haben wir hier nochmal eine Baggergrundel, aber nicht die normale, sondern die Diamantwiener. Die Diamantwiener. Mhm. Das Orange ist echt Hammer. Mega. Superschön. Wird wahrscheinlich auf der Kamera gar nicht so rauskommen, wie sie in der Wirklichkeit sind. Für Meerwasser immer schwierig. Also wenn ihr Meerwasservideos seht, auch zum Beispiel bei mir auf dem Kanal, sind die meistens farblich ein bisschen bearbeitet, dass es so aussieht, wie man es jetzt so mit dem Auge wahrnimmt. Und auf Kamera ist das sehr schwierig darzustellen. So, was hast du denn noch Schönes? Nochmal? Nochmal ein Kanarienlippfisch. Okay. Den nehmen wir mit heute Abend nach oder später nach. Kirchheim? Stimmt. Kirchheim brauchen wir auch einen. Nehmen wir mit. Wird nochmal schön verpackt. So. Feuerschwarzgrundel. Mhm. Eigentlich so vom Süßwasser her bis auf den Kopf. Auf den ersten Blick so ein bisschen ungewöhnlich für eine Grundel, ne? Genau. Ne? So, aber geiles Tier mit dem mit der großen Rückenflosse oben. Cool. Das gleiche noch als Dekora-Grundel. Oder Deko-Grundel. Mit einem schönen lila. Guckt halt immer so ein bisschen grimmig, ne? Aber recht friedliches Tier. Will von anderen Tieren nicht wirklich was wissen, hat sein Revier. Ich habe die noch nie mit einem anderen Fisch oder mit einem anderen Tier sich streiten sehen. Okay. Kann man davon auch mehrere halten oder ist das dann eher Würde ich immer einzeln. Sind also untereinander dann doch ein bisschen streitig? Untereinander, ja. Okay. Aber da haben wir jetzt den normalen Kardinalsbarsch. Eben hatten wir den Pyjama. Richtig. Das ist der normale. Und der steht ja nicht sogar auf der roten Liste oder so. Ne? Genau. Also das sind auch eigentlich Nachzuchten heutzutage. Das sind Nachzuchten. Nicht so schwer, ne? Richtig. Nachzuziehen. Das sind Maulbrüder, so wie man es vom Malawi Setziglieben kennt. Ja, also auch was für mich, vielleicht. Ja, genau. Die haben, damit kennst du dich aus mit dem Maulbrüten. Ja, definitiv. Nicht bloß, weil du so große Gosch hast, wie man im Schwäbischen sagt. So, da hast du ein paar davon, ne? Genau, da kamen ein paar mit. Die setze ich dann auch immer als Gruppe mit ein. Also die sollte man auch so in einer lockeren Gruppe halt halten, ne? Es bildet sich eigentlich ein Pärchen immer raus, aber bei uns sind die ja noch kleiner und dann schwimmen die auch ganz gerne als Pärchen. Also als Gruppe umher, als Jungtiere Gruppe und also fast so wie Skalare dann eigentlich, ne? Lockere Gruppen als Jungtiere und als Pärchen dann paarweise. Ich gehe davon aus, dass wenn man die Tiere in einem sehr großen Becken in zu großen Gruppen hält, dass sie dauerhaft diese Gruppenhaltung beibehalten und sich nur zur Verpaarung dann zusammenrotten. Da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch noch keine Erfahrungswerte. So, was haben wir hier? Da noch ist nochmal ein Fisch. Genau. Ja, heißt ja nicht sogar Seegras-Feilenfisch? Genau, Seegras oder Tangfeilenfisch wird er auch teilweise genannt. Also einen Fisch hatten wir schon mal, der Glasrosen auffrisst, ne? Richtig, korrekt. So, hatten wir nochmal zwei. Aber ein bisschen was haben wir noch. Kleiner Sneak Peek. Hm? Da muss ich nochmal reinschauen. Die Garnele kennt ihr auch. So, warten wir mal, bis Basti zurück ist. So, gute Laune beim Fische einsetzen. Fische ein Tiere einsetzen ist immer Premium. Das ist das Beste als Zooverhändler, oder? Ja, neue Tiere. Besser als Futter einräumen, ne? Das stimmt. Hier haben wir nochmal die Kardinalsgarnele, ne? Richtig, nochmal Weißbandputzergarnele. Garnelen. Auch was mich interessieren wird. Ganz hübsches, kleines, auch für kleine Becken, beziehungsweise hauptsächlich für kleine Becken gedacht, weil sie sonst etwas schwer ans Futter rangehen, die Blaustreifen-Zehennadel.
Die werden auch nicht so groß. Es gibt ja richtig große Seenadeln. Ne? Richtig, aber die bleibt so mit, was hat die ausgewachsen? 9 cm, 8, 9 cm Gesamtlänge. Doch recht klein, sehr zierlich. Kann natürlich auch in einem großen Fisch dann leichter auch zum Opfer fallen. Wir haben jetzt. Also wie so ein praktischen, so optisch so ein bisschen wie so ein Seepferdchen, nur ohne halt diese typische Pferdchenform. Gehört aber auch zur gleichen Familie. Okay, ja, dann ist klar, warum die Optik ist. Ja. Aha, das ist noch eine. Noch eine ganz, ja. ganz kleine. Jawohl. Okay. Und die kann man in kleineren Becken auch als Pärchen, als Gruppe halten oder doch einzeln? Als Pärchen. Als Pärchen. Okay. Den hatten wir auch. Den Street Money, jawohl. Ja. Nochmal ein was für die Ladies. Genau. Da habe ich nochmal einen Kardinal. Okay. Und einige Garnelen. Einige Garnelen, richtig. Ja, den Street Money nochmal. Street Money. Und da haben wir noch was, was auch so ein bisschen pink ist, aber nicht nur pink. Das seht ihr gleich. Diadembarsch ist das. Da unten ist er. Auch ein Riffbarsch. Gelb, pink. Oh. Machen wir es immer ein bisschen schwierig, Fokus hinzukriegen. Ne? Komm, Fokus hier. So, ja, jetzt haben wir ihn. Auch ein super schönes Tier. Genau. Haben wir auch zwei davon. Richtig. Ne? So, die Garnelen noch. Ja. Und da in der großen Tüte. Da weiß ich noch nicht, was da drin ist. Das sind noch Garnelen, Garnelen, Garnelen. Hier ist auch noch süß, auch eine Nadel drin. Keine Süßwassernadel, eine Sexy-Nadel. Ah, und noch ein Freilandfisch. Okay. Also ab mit ihm in das Becken und dann gleich anpassen und einsetzen. Aber das machen wir jetzt außerhalb der Kamera. Melden uns gleich wieder. So, das war's mit dem Unboxing Teil 2 von der Meerwasserlieferung. Teil 1 ist unten nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Wir haben nicht bloß die Meerwassertiere, also sprich Fische und Korallen, sondern wir haben auch das ganze Zubehör. Wir haben Aquarienkombinationen von fast allen Herstellern, wo wir bekommen. Wir können aber auch Sonderanfertigungen machen, alles auf Maß, vor Ort Verklebung macht uns Aquarienbauer ebenfalls. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt auf Instagram oder auf Facebook. Genauso abonniert uns hier auf YouTube und aktiviert die Glocke, dass ihr keines von unseren Videos verpasst. Und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bis nächsten Mittwoch. Da kommt das nächste Video. Schönen Abend. Hast du den Tschüss. Kanal von Wir fürs Tier noch nicht abonniert? Echt? Schnell in die Videobeschreibung und Abo rein. Und wenn du dabei bist, aktiviert die Glocke.